Ja, noch wollen. Ein Film gesehen, was in meinen Hirnzellen abgegangen ist, jetzt in dieser Zeit, in der der Pascal geredet hat. Ich habe das Gefühl, die waren total überfordert gewesen. Unglaublich faszinierend. Merci vielmals, Pascal. Das berührt mich und begeistert mich. Gerade weil ich nicht der Typ bin, der dann weiss nicht, was alles geht, nachforschen. Liebe es, wenn Leute so deutlich gehen, nachforschen und nachher so Sachen an den Tag bringen, die mich einfach nur begeistern. Ich bin schon berührt, wenn ich einfach durch den Frühling durchfahre, heute wieder, und die Blumen sehe, die Blumen schmecken, oder sehe, wie es sprießt und tut und macht. Und manchmal ist Pollen in der Nase, ist dann weniger gäbig. Aber es ist so faszinierend, die Schöpfung und das, wo man uns um ist, zu sehen. Und das Wort zu nehmen und berührt zu werden und sehen, wie das gefüllt ist mit so einer Schönheit und Herrlichkeit. Und umso schöner von dir, Pascal, das zu hören zu haben und so einen Einblick bekommen zu haben. Ich hoffe, ich werde da ein bisschen praktischer jetzt. Es ist mir so wichtig, da noch ein bisschen drin zu gehen, mit dem konsequent auch durchdenken, weil es hat sich ja immer noch wahnsinnig, das Klischee irgendwie in unseren Breitengraden nehmen. So, da wo wir wohnen, haben wir das Klischee schon ganz enorm, oder? Dass religiöse Leute oder Leute, die so religiös unterwegs sind, deren Weltbild beruht auf Glauben. Und die Leute, die vielleicht nicht so gläubisch, wie man dem manchmal sagt, unterwegs sind, die mehr Wissenschaft als Schiedsrichter haben, deren ihr Weltbild beruht auf Wissen. Und der Schluss davon ist, dass man nachher denkt, immer wieder dazu kommt das Gefühl, hat, ja, also in dem Fall heisst das, wenn Leute so in die Kirche gehen und viel mit Glauben zu tun haben, egal welcher Art, dann sind sie vielleicht glücklich. Es gibt nämlich Statistiken, die zeigen, dass Leute, die einen tiefen Glauben haben, oftmals auch glücklicher durchs Leben gehen. Aber dafür halt ein bisschen naiv. Und ich bin so froh um so Leute in der Pascal, wo man sieht, hey, der geht diesen Sachen auf den Grund und kommt zu anderen Schlüssen und sagt, hey, es muss erst recht für mich einen Gott geben, wenn ich genauer hinschaue. Das finde ich so etwas Berührendes. Und mir ist so wichtig, gerade zum Anfang nochmal klarzustellen, dass, und das denke ich manchmal, mindestens mir ist das so oft anders vermittelt worden, sei es in meiner Schullaufbahn oder mit vielen Kollegen, die jetzt nicht in dem Sinn an Gott glauben, und mir dann oft gesagt haben, ah, du bist so ein Gläubischer. Dass alles, jedes Weltbild, darum habe ich die Rutschbahn hier noch dabei, ist gerade in meiner Grösse. Jedes Weltbild, egal was für eins das es da ist, ob es jetzt mehr buddhistisch gefärbt ist, ob es jetzt ganz strikt einfach atheistisch gefärbt ist, ob es ein christliches Weltbild ist, was auch immer, ob es populär ist oder nicht, ob es im Moment gerade en vogue ist oder nicht, es ist jedes Weltbild ein Rutsch in einen Glauben. Und ich weiß nicht, ob das euch auch so überkommen ist. Wie gesagt, ist schon vorher, gerade in unserem Breitengrad, auch hier in der Schweiz, ist so oft, so eben, das Religiöse, das ist ein Glauben, aber das andere, das ist eigentlich schon Wissen, oder? Und das stimmt nicht, weil jedem Weltbild, und wenn es noch von einem unglaublich gescheiten Haus predigt wird, wenn es noch von einem Uniprofessor predigt wird, jedes Weltbild, jede Erklärung ist am Schluss ein Rutsch in Glauben, weil es immer, niemand kann Beweise liefern. Niemand kann endgültige Beweise liefern. Kein einziges Weltbild, das wir da irgendwo um uns herum haben. Und darum ist es immer ein Rutsch in Glauben. Egal, woher dass wir denken und kommen und was wir für ein Mindset haben. Und das finde ich so wichtig, dass wir das auch immer wieder vor Augen haben. Gerade wenn wir manchmal auch so vielleicht eingetrichtert bekommen haben, es gibt Sachen, wo wirklich so wie total klar ist, es gibt es nicht. Es gibt nicht so endgültige Beweise. Jetzt könnte zum Beispiel jemand sagen, ein rutschiger Glaube. Mein Zweifel ist kein rutschiger Glaube. Ich bin schon gar nicht eine gläubige Person. Ich glaube nicht an Gott, ich befasse mich auch nicht mit Gott. So ein bisschen wie der Pascal gesagt hat, es interessiert mich auch gar nicht. Also, nein, mein Zweifel ist kein rutschiger Glaube. Ich habe kein Interesse, über Gott nachzudenken. Und hinter diesen Sätzen liegt auch wieder ein moderner Glaube, dass wenn man nicht glaubt, dass Gott existiert,
dass einem Gott eigentlich auch egal sein kann. Das kann stimmen oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein Rutsch in Glauben. Und der Tim Keller ist ein alter Pastor in New York, ist ständig konfrontiert mit säkularem Denken und Mindsets. Und der hat zwei Bücher geschrieben, die ich sehr empfehle, «Warum Gott und Glaube wozu?». Er hat noch viele andere Bücher geschrieben. Und im einen Buch «Warum Gott?» schreibt er, «Jeder Zweifel, wie skeptisch oder gar zynisch er auch daher kommt, ist im Grunde ein alternativer Glaube. Man kann einen Glauben A nicht anzweifeln, ohne selber eine Glaubensposition B einzunehmen.» Was er damit sagt, ist wirklich das: Hey, es ist immer ein Rutsch im Glauben und wir müssen uns bewusst sein, egal was für ein Mindset du da hast, wenn du da hockst oder da bist, es ist immer eine Glaubensposition, wenn du niemand kann sagen, mein Weltbild ist total zu beweisen. Und darum sagen wir auch, und finde ich so schön, das heisst der christliche Glaube. Ich rede nie vom christlichen Beweis, weil ich kann niemandem beweisen, dass es Gott gibt. Und wir können das alle zusammen nicht beweisen. Oder auch, dass es Gott nicht gibt, können wir auch nicht beweisen. Aber was ich erlebt habe seit 20 Jahren, als ich mit dem Gott unterwegs bin, ist für mich unfassbar faszinierend, berührend, teilweise unglaublich tröstend, teilweise enorm herausfordernd und wunderschön und majestätisch. Und ich habe zum Beispiel auf meinem Handy mittlerweile Listen in den Notizen, wo ich wirklich lange scrollen muss, dass ich durchkomme mit Erlebnissen, die ich gemacht habe, wo Gott eingegriffen hat und oftmals auch entgegen den Naturgesetzen, wo ich weiss, so berührt worden bin, wo ich wirklich, es wäre für mich viel ein grösserer Glaube, zu sagen, das war jetzt Zufall gewesen, als dass es Gott war. Es wäre für mich ein schwierigerer Glaube zu sagen, es gibt Gott nicht mittlerweile, als dass ich wirklich von Herzen sagen kann, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich kann es nicht beweisen, aber es fällt mir einfacher zu glauben, weil ich so lange schon mit Gott unterwegs bin und ihn so erlebt habe. Es ist für mich einfacher, dass es so zu sehen oder zu glauben, dass es ihn gibt und dass er wirklich da ist. Und der christliche Glaube ist nicht ein blinder Glaube, der sagt, ja, Verstand ausschalten und durch und let's go. Ja, nicht zu viel nachdenken. Im Gegenteil, der christliche Glaube misst im Verstand ganz viel Wert zu. Jesus ist mal gefragt worden, was ist das wichtigste Gebot? Oder wie das jüdische Volk so schön gesagt hat, was ist die wichtigste Weisung zum Leben? Und Jesus hat geantwortet, lieb Gott, und wir können das jetzt einblenden, lieb Gott von ganzem Herzen, ganzer Hingabe und ganzem Verstand. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Vers 37. Mit dem ganzen Verstand. Der Verstand wird rausgehoben. Setz den ein. Der ist dir gegeben von Gott. Setz ihn bitte ein. Im Römer 12, 2 redet der Paulus sogar davon, dass durch den Verstand, durch unser Denken, ganz viel Transformation kann passieren in unserem Leben. Und er ist auffordert, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, von eurem Mindset in neue Menschen verwandeln. Das ist noch wild, oder? Also das griechische Wort Metamorpho, die Verwandlung, schreibt Paulus im Denken zu, wo Gott kann verändern in uns. Also im Verstand kann ganz viel passieren, wo wirklich Veränderungskraft hat. Eigentlich sagt Paulus sogar damit, hey Freunde, bitte schaltet euren Verstand ein. Bitte, tut wirklich rational, vernünftig lernen nachdenken, weil sonst ist die Gefahr gross, dass ihr irgendwo für eine Welle, die gerade en vogue ist, in eurer Kultur, in eurer Zeit, mitgeschwemmt werden und das gar nicht merken, dass ihr eigentlich irgendwo einfach aus dem Bauchgefühl heraus gleich denken, wie man gerade denkt im Moment. Schaltet euer Denken und euren Verstand ein. Also, dort ist der Bibel, oder die Bibel gibt im Verstand wirklich viel, viel Wert. Und trotzdem hält sich der Glaubenssatz noch hartnäckig, oder? Dass der moderne Mensch denkt konsequent und wissenschaftlich durch, während der gläubige Mensch sich auf unsichtbare, logikferne Sachen verlässt. Das ist immer wieder so eine Sache, die irgendwo im Raum ist.
Aber jetzt nehmen wir uns mal Zeit, zum Beispiel das zentrale Thema Sinnsuche. Stellt euch mal vor, ihr dürft auch die Augen zutun. Nein, macht das nicht. Stellt euch einfach vor, ihr schlaft ein in eurem Zimmer. Alles gut. Ihr könnt tatsächlich einschlafen. Und am nächsten Morgen läutet der Wecker, die verwachen und ihr schaut um. Und ihr seid irgendwo, wo ihr noch nie seid. Ein fremdes, total fremdes Zimmer. Andere Möblierung, keine Ahnung. Ihr geht raus, sind an einem ganz anderen Ort. Und ihr würdet euch sofort ganz viele tiefe, wichtige Fragen stellen. Wer um Himmels Willen hat mich hierher gebracht? Wo um Himmels Willen bin ich? Was um Himmels Willen ist der Sinn hinter dieser ganzen Sache, dass ich hier gelandet bin? Und ich denke so oft, hey, das sind die tiefen Fragen, die wir nicht ausklammern dürfen, wenn es um unser Leben geht. Wir werden eingestellt, zumindest auf den Planeten. Und jetzt ist doch so viel wichtiger, ob ich zum IB-Meister geworden ist oder ob ich irgendwo dieser Sinnfrage auf die Schliche komme. Warum? Um Himmels Willen bin ich auf dem Planet? Also IB, wo Meister wurde, ist schon auch sehr wichtig, was das wirklich niemandem... Ja genau, die kommen fast ins Klatschen, ja. Genau. Ich war übrigens FCA-Rau-Fan, wo sie Meister geworden sind. Das war vor langer Zeit. Etwa im 94, glaube ich. Genau, aber jetzt zum Beispiel das Thema vom Sinn. Wenn wir dem Thema nachgehen, jetzt gehen wir mal die Wissenschaft fragen. Jetzt sagen wir mal, es gibt keinen Gott und unser Schiedsrichter ist die Wissenschaft, wenn es darum geht, uns den Sinn zu erklären. Dann ist es wirklich, wirklich brutal. Das müssen wir schon sehen. Ich habe mir mal ein bisschen überlegt, was würde das alles bedeuten, oder? Es ist grundsätzlich bist du mal ein reines Zufallsprodukt. Du hast keine längerfristige Bedeutung und je nach Studie bist du einfach noch eine weitere CO2-Schleudere. Etwa zu viel, oder? Also es ist schon mal auch nicht gut. Und nachher musst du dir vorstellen, bist du ein klitzekleines Stäubchen auf einem unglaublich pünktlich kleinen Planetli innerhalb von einer kleinen Galaxie, innerhalb von einem riesen Universum, das sich ausdehnt. Du bist einfach niemand. Nichts und dann als Zufallsprodukt. Jetzt könnte es sein, oder? Du bist noch, was noch dazukommt, du bist einfach so ein Wimpernschlag von der ganzen Zeit, was das gibt. Bist du so ein Wimpernschlag noch schnell auf dieser Erde. Schön, bist du auch noch da gewesen. Und nachher hast du vielleicht das Glück, dass du noch irgendwo kannst etwas aufbauen kannst. Sagen wir jetzt ein Werk in Afrika, das die Armut bekämpfen kann. Hat vielleicht noch eine Generation zwei und nachher ist die aber auch wieder vorbei. Oder du hast vielleicht eine Familie, die du gründen kannst. Du hast die Liebsten um dich herum für die kurze Zeit, die du da bist. Das Problem ist einfach, warum die Liebsten? Also warum überhaupt Liebe? Also was... Ist die Liebe sehr erklärbar, oder? Das sind eigentlich einfach Hormoncocktail. Ein bisschen Dopamin, Adrenalin, teilweise, gerade wenn man sich verliebt, noch rosarotes Prilin. Das habe ich selber entdeckt, ich bin auch ein bisschen Wissenschaftler, wie ihr merkt. Oder grosse Emotionen, wenn du Beethoven hörst oder sonst etwas, was vielleicht ein bisschen moderner ist. Was sind das schon? Einfach... Sachen, Hormone, die ausgeschüttet werden in deinem Körper aufgrund von evolutionären, bedingten Überlebenstechniken, wo das gut ist, wenn das die Körper macht, was auch immer. Es kann alles sein, was erklärt werden und gleich nicht recht, aber es hat auf jeden Fall keine Bedeutung. Die Astrophysik ist sich einig, dass alles vergänglich ist, auch das Universum, es bleibt nichts und es gibt damit auch absolut keinen tieferen Sinn in dem Ganzen. Ich hatte mal ein mega schönes Gespräch mit einem Atheist am Abend spät in der Stadt Bern. Und wir haben uns wirklich, ja, unsere Herzen haben sich verbunden und ich habe ihn dann gefragt, es hat mich wirklich interessiert, hey, was machst du, was machst du, dass du nicht depressiv wirst? Ich wüsste nicht, wie ich das machen würde. Und ich meine es ernst. Ich wüsste nicht, wie das wäre, oder ich könnte es nicht. Irgendwo das... wenn es keinen Gott gibt und einfach alles so wie Sinn entleert ist. Ja, ein Kollege, mit dem habe ich viel tiefe Gespräche geführt. Den habe ich mega geschätzt immer wieder. Das habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Und der
ist immer depressiver geworden, weil er sich wirklich die tiefen Fragen vom Leben gestellt hat. Aber er hat nicht wollen und auch ein Stück weit nicht können an Gott glauben. Und er hat sich die tiefen Fragen vom Leben gestellt und ist wirklich richtig ins Strudeln gekommen mit seinem Leben. Und dann hat er sich gesagt, hey, ich studiere Philosophie, das kann mir vielleicht helfen in diesen ganzen Fragen. Und dann ist er nach ein paar Jahren, habe ich ihn dann wieder getroffen und dann sind wir eins gezogen und er war so aufgestellt. So wirklich aufgestellt, ist ihm gut gegangen und er hat gesagt, hey, dir geht es gut, ich sehe es. Bist du weitergekommen in deinen Fragen, in deinen Sinnfragen, in den tiefen Fragen vom Leben? Er hat gesagt, ja. Ja, wirklich, das Philosophiestudium hat mir echt geholfen. Und dann habe ich gesagt, und jetzt hast du eine Antwort. Was ist denn der Sinn vom Leben? Und dann hat er gesagt, ich habe wirklich so für mich entdeckt im Philosophiestudium, der Sinn von meinem Leben ist, dass ich nicht zu fest oder gar nicht darüber nachdenke, was der Sinn vom Leben ist. Wir lachen jetzt, aber das ist für ihn ist das ganz zentrale Ding gewesen, dass er fröhlich und glücklich leben kann. Und das Verrückte ist, dass ganz viele moderne Philosophen genau die Empfehlung geben. Sie sagen, denken bitte nicht zu viel über den Sinn nach. Der Tim Keller fasst es so zusammen, was er von ganz vielen stattlichen Philosophen gehört hat. Vielleicht können wir das Zitat einblenden. Nein, ja genau. Wenn Sie ein sinnerfülltes Leben führen wollen, müssen Sie die Disziplin aufbringen, nicht über das große Ganze nachzudenken. Sie müssen das, was Ihnen der Verstand sagt, von dem trennen, was Sie emotional erleben. Ist so wie die Zusammenfassung von diesen Ideen, die empfohlen werden von einer säkularen Philosophen. Wo eigentlich genau das ist, wo oft gläubigen Menschen vorgeworfen wird, dass sie wie die Logik ausschalten. Und das passiert da. Aber der Tim Keller sagt nachher auch, und umso mehr ist es, gerade wenn jemand ein christliches Weltbild hat und er ist depro drauf und es geht ihm nicht gut, dann muss er davon ausgehen, dass er zu wenig darüber nachdenkt, dass er zu wenig seine Vernunft einschaltet, zu wenig sein Denken einschaltet. Weil sonst wäre er nämlich aufgestellt. Ich war letztes Jahr an einem Grab von einer verunfallten Frau. Es war ein sehr trauriger Moment, die Beerdigung. Und ich bin dort am Grab und im Angesicht des Todes kommen ja unweigerlich, mindestens bei mir, kommen so die tiefen Fragen vom Leben unter Nuhe, oder? Und der Pfarrer hat einen Bibelvers nach dem anderen vorgelesen und wir sind einfach nur noch Tränen gelaufen. Weil mir bewusst worden ist, was für eine tiefe Hoffnung in meinem Herz lebt. Und wo er die Verse ein nach dem anderen vorliest, wird mir wieder bewusst, was für ein unglaublich hoffnungsvolles Weltbild, das ich haben darf. Und dass ich darüber nachdenken soll, weil es wird mir nochmal tiefer zeigen, wie unglaublich gut das ist. Oder ich habe in dem Moment nochmal so darüber nachgedacht. Das ist ein liebevoller Schöpfer Gott, wo jeder Mensch als einzigartiges Wesen macht, mit grosser Bestimmung, in der Ebenbildlichkeit Gottes. Niemand ist ein Zufallsprodukt. Und ich durfte entdecken in meinem Leben, dass ich ein heiß geliebter, begeistert geliebter Sohn von dem Vater im Himmel bin. Mir ist worden und mir wird immer wieder meine Schuld vergeben. Obwohl ich es nicht verdient habe, wird mir immer wieder vergeben. Er ist mein Lehrer geworden. Ja, in Gott ein Lehrer und ein Herr kennengelernt, der mir zeigt, wie ich leben kann. Wie ich lieben kann. Ich habe einen Freund kennengelernt und gelernt, seine Liebe anzunehmen. Durch das bin ich fähiger geworden, mich selber zu lieben. Und durch das kann ich mein Umfeld mehr und mehr lieben. Und wenn ich mal den Löffel abgebe, dann kommt nach dem Tod die wahre Erlösung. Dann darf ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, erleben. Er wird mir jede Träne abwischen. Ich werde zurückschauen und denke, hey, das Leiden, das es zwischen dir gegeben hat, das ist einfach, was ist es schon gegenüber dem, was jetzt ist? Es wird alles neu sein, weil das Alte ist vergangen. Es durchfährt mich gerade wieder, wenn ich das so sage und denke,
Der Tim hat recht, Tim Keller können wir einblenden jetzt. Wenn er sagt, der christliche Glaube kann gerade dann tiefe Freude und Sinn geben, wenn man den Verstand einschaltet, nachdenkt und sich sein Glauben so bewusst wie nur möglich macht. Es hat mal einen Kerl gegeben, einen ganz berühmten Hochseilartist. Der hat über eine riesen Schlucht hier, hat da seine künstlerischen Tätigkeiten gemacht, ist da über sein Seil. Und es sind immer mehr Leute zuschauen. Und nachher, nachdem er einfach mal normal drüber gegangen ist, ich weiss nicht, das ist der Freddy Nock, so viel ich weiss, aber... Ja genau, es steht noch. Es war nicht der Freddy Nock. Und nachher, als Zweites, ist er, was ist er auch, wieder durchgelaufen. Und in der Mitte, auf dem Seil, über dieser Schlucht, hat er noch ein Zmorgen gegessen. Die Leute waren wirklich am Klatschen. Wow! Dann ist er drüber, hat ein Velo geholt. Und dann ist er mit dem Velo drüber gefahren, die ganze Geschichte. Und wieder die Leute fast durchgetragen. Und nachher, als er das Velo hingestellt hat, ist er noch eine Garette holen. Vielleicht war es gerade so eine schöne wie die. Er hat die Garette geholt und hat mit einer Leichtigkeit ist er mit dieser Garette über das Seil tänzerlet von einem Ende zum anderen. Und nachher hat er die Leute gefragt, was denken ihr? Würde ich es schaffen, wenn ich jetzt da etwa 100 Kilo Material würde tun, was denken ihr, würde ich es schaffen, über das Seil ein, zu tänzeln mit dieser Garette? Ah, wir haben sofort die Hand auf. Nein, wir haben jetzt gesehen. Kein Zweifel. Das schaffst du ohne Problem. Dann habe ich gesagt, okay, wer von euch würde einsteigen? Ich sollte noch einen Freiwilligen haben. Und dann ist es ganz ruhig geworden und es hat niemand, aber wirklich auch gar niemand gemeldet, dass er oder sie dabei wäre. Weil sie dann gleich nicht gerade ihr Leben dem wollten anvertrauen. Ich verstehe es noch recht gut. Ich wäre jetzt wirklich auch nicht in die Garetten eingestiegen. Aber so sehr, dass unser christlicher Glaube das Denken hochschätzt, das Rationale hochschätzt und es wirklich dazugehört, ist der christliche Glaube mehr. Ich nenne es immer gerne, es ist für mich ein durchdachter Herzensglaube. Ein durchdachter Herzensglaube, wo man den Verstand einschalten, aber es muss irgendwo zu der Halleluja-Rutschbahn kommen, wo das, was wir hier im Kopf haben, auch immer wieder ins Herz rutscht. Und wo wir merken, dass es um mehr geht, als einfach Indizien abwägen und nachher sagen, mal da, ich bin in diesem Weltbild drin oder in diesem Weltbild drin, sondern wo es darum geht, dass wir lernen, in eine Garette einzusteigen. Jesus Christus sagt von sich, ich bin die Wort, der Weg und das Leben. Und an einer anderen Stelle, im Johannes 8, hat er zu denen um ihn herum gesagt, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, sind ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was er damit gesagt hat, ist, Freunde, wenn ihr einsteigen in die Garette, wenn ihr euch mit Haut und Haar mir anvertrauen, und wirklich mich lassen Herr sein in eurem Leben. Mich lassen sagen, was durchgehen soll und wo nicht. Wirklich auf mich vertrauen. Dort werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die wird euch erst noch frei machen. Weil das ist das, was Gott für uns Menschen will. Freiheit. Das finde ich auch so schön. Und dort ist heute am Abend, glaube ich, so die Herausforderung, die Aufforderung oder vielmehr noch die Ermutigung Gottes, die im Raum ist. Wenn du da bist und heute, ja, wie staunst du auch ab dem, was der Pascal gebracht hat und merkst, stimmt die eigentlich viel und einfach nach Bauchgefühl und das berührt mich jetzt gerade. Ich spüre auch etwas in dem Raum, das anders ist als sonst. Da ist so das Anklopfen Gottes da heute am Abend, der sagt, hey, steig doch in die Garette. Wachs. Gib die mir Herren und lass los und komm zu mir und steig ein. Und ich werde dich in die Wahrheit führen. Und mehr wirst du sehen. Das finde ich so eindrücklich beim Pascal, wenn er sagt, seit
seit er mit Gott unterwegs ist, erscheint ihm alles so ganz sinnvoll und lebendig. Und ich kenne das in meinem Leben auch so enorm, wie Gott so reinkommt und plötzlich wird alles so lebendig und so wunderschön. Aber es braucht die Halleluja-Rutschbahn. Und wie der Pascal auch so schön gesagt hat, die kannst du nicht machen. Du kannst noch so lange weiter Parkour machen oder ein Viertel klemmen oder was auch immer. Glauben kann man nicht so rausdrücken. Glauben ist auch immer wieder ein Geschenk, das Gott uns durch seinen Heiligen Geist machen will. Und wo ich auch glaube, dass er es heute am Abend uns geben will. Nicht nur Leute, die vielleicht das erste Mal in die Garette hocken, sondern auch Leute, die sagen, ich bin mal in die Garette hocken, aber nachher bin ich wieder ausgestiegen. Wenn ich gedacht habe, das ist mir jetzt gleich einfach gerade ein bisschen zu anstrengend oder ich mag gerade nicht mehr oder ich gehe jetzt gleich wieder meine eigenen Wege oder was auch immer. Aber ich glaube, heute ist Gott da und die Band kann schon mal in die Nähe kommen, wo ihr auch immer sind, an diesen. Ihr könnt in die Garette hocken, da tue ich euch ein bisschen umstossen. Nein, ich bin froh, sind ihr da. Und wir wollen uns jetzt einfach auch eine Zeit nehmen, wo wir in uns gehen wollen, wo wir uns bewusst einfach auch Zeit nehmen für die tieferen Fragen des Lebens. Und ich mache uns allen so Mut. Ich erlebe es immer wieder und ich weiss, Gott ist da. Er wirkt durch seinen Geist. Und er lässt uns in eine Beziehung mit ihm. Er ist bereit, uns all die Schuld zu vergeben, wo vielleicht denkst, aber das steht zwischen Gott und mir. Ich bin nicht würdig, zu ihm zu kommen. Und dann wissen wir, dass Jesus das Kreuz ist für uns und er uns noch so gern die Schuld vergibt. Er ist da als ein Vater, wo uns liebt und uns jetzt abholen will. Und wo wir dürfen vertrauen und unser Leben wirklich hingeben können und in die Garette einsteigen heute Abend. Und ich werde euch noch ein Gebet vorlesen, wo eigentlich, das finde ich immer so faszinierend im christlichen Glauben, es ist so der Einstieg in die Beziehung mit Gott, ist ein einfaches Gebet, wo nicht muss weiss, wie geschwollen sein, sondern ich fange einfach an reden mit Gott. So fangen wir an in eine Beziehung. Wir fangen mal an reden miteinander. Und was ein Gebet kann sein, wo du heute vielleicht am Abend willst, kannst mitbeten, wenn du das erste Mal dir willst sagen, ich will mit dir, ich will in die Garette nie hocken, dann wäre das eins. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Ich steige in die Garette ein und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Das Gebet können die noch, jetzt haben wir ein Lied, wo es einfach darum geht, für uns ruhig werden und uns überlegen, wo stehe ich? Wie steht es um meine Beziehung zu Gott? Bin ich in dieser Garette drin oder bin ich irgendwo? Und wo du dir auch kannst überlegen, ob du nach dem Lied mit mir zusammen das Gebet beten willst. Yeah.
So lade ich einfach euch ein, wenn ihr da seid und wie angesprochen sind und merken, da klopft der Gott an mein Herz, dass ich einsteigen soll in die Garette. Dann mache ich euch Mut, dass ihr von euch einen Platz aus einfach mit mir mitbeten, wenn ich das Gebet jetzt vorlese. Ihr könnt einfach euch einen Platz laut, vielleicht auch leislich euch am Herz, das mitbeten, wenn ihr heute den Schritt machen in die Garette oder den ersten Schritt auf Gott zu machen. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Wenn du das Gebet jetzt mitbetet hast, dann mache ich dir enorm Mut, dass du nachher, wir werden jetzt die Zeit haben, wo man noch zum Kreuz kommen kann. Und dann mache ich dir sehr Mut, einfach noch auf jemanden zuzugehen. Es sollte auch Leute haben, die offen sind, noch für dich zu beten. Es ist immer gut, wenn man so Schritte, so wichtige Schritte im Leben, wirklich mit jemandem zusammen macht und jemand mit ihm das kann bestätigen und mit ihm kann durch den Schritt durchgehen. Ich mache dir mega Mut, nachher zum Kreuz zu kommen. Wir werden jetzt in eine Zeit kommen, wo für die, die bleiben wollen, die dürfen hier im Raum bleiben. Hier im Raum soll der Ort sein, wo wir ruhig sind. Es wird ein bisschen Musik laufen im Hintergrund. Aber hier im Raum ist auch der Ort, wo es darum geht, nochmal zu reflektieren. Was habe ich da gehört? Was macht das mit meinem Herz? Hier in diesem Raum soll der Ort sein, wo man einfach auch vielleicht erste, vielleicht weitere Gebete gegenüber Gott kann sprechen kann. Und in diesem Raum soll der Ort sein, wo ihr führen könnt zum Kreuz. Wenn ihr das Gebet zuerst mal gesprochen habt oder wenn ihr aus anderen Gründen wollt, jemanden schnappen, der mit euch für euch betet. Alle, die sagen, hey, für mich ist es gut, ich habe es heute oben genossen, aber jetzt die Lounge lockt mich wahnsinnig an, dann ist das super, dann macht das. Ich bitte euch einfach, dass ihr leislich rausgeht, dass die hier innen bleiben wollen, dass die wirklich Zeit haben und Ruhe haben, um sich wirklich zu vertiefen nochmal. Um sich nochmal darauf einzulassen, was hat jetzt Gott zu meinem Herz geredet heute und was könnten die Schritte sein. In der Vorbereitung auf den Abend habe ich im Gebet noch so Sachen wahrgenommen, die ich auch nicht beweisen kann, dass das Gott war, der mir das gesagt hat. Aber ich bin immer wieder fasziniert, wie viel Mal das einfach so wie trifft. Und wirklich nachher Leute so ganz getroffen sind. Und ich einfach im Gebet versucht, denen zu hören, ob Gott noch etwas für Einzelne oder vielleicht für mehrere hat. Und das eine, was mir aufs Herz kam, ist jemand, der hier innen hockt, vielleicht sind es auch mehrere, die wirklich Sorgen geplagt sind, betreffs Beruf, betreffs Job. Und es war mir, als gehört zu einem Job, betreffs Baubranche. Also, dass du in einem Job, der mit der Baubranche zu tun hat, bist oder willst sein und es hat, ist so viel Sorge auf dir. Und ich mache dir mega Mut, dass du zum Gebetsteam gehst und noch lässt für dich beten, wenn du das bist. Noch habe ich das Gefühl gehabt, dass jemand heute am Nachmittag entweder geschaut oder sonst mitbekommen hat, wie da der Charlie gekrönt worden ist. Und währenddem du es geschaut hast, ist so durch dich der Gedanke gezuckt, ja, wer bin ich schon? Und ich habe das Gefühl, heute am Abend will dir, wenn du das bist, Gott zusprechen, hey, du bist gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit von mir. Du bist königlich von mir. Und wenn du das bist, mache ich dir Allmut. Gang noch zu jemandem vom Segnungsteam und lass dich segnen, dass du das kannst annehmen kannst. Das gekrönt sein mit Gnade und Barmherzigkeit. Dann habe ich das Gefühl gehabt, jemand mit einem linken Unterarm, entweder ist er im Gips oder ist mal im Gips gewesen, und es sind Komplikationen, es heilt nicht oder ist nicht geheilt, wie es sein sollte. Da würde ich sehr gerne oder würde sicher jemand vom Gebetsteam für euch beten. Und dann hatte ich einfach das Gefühl gehabt, dass es ganz viel gibt, die nochmal dürfen heute Abend in die Garetten einsteigen. Wo wir gemerkt haben, während dem Beispiel mit den Garetten, ist da irgendwo so am Rand und schauen zu, was jetzt der Artist macht
Und eigentlich ruft mich Jesus nochmal wirklich, vielleicht erneut, vielleicht das erste Mal in die Garette einzusteigen, Sorgen wirklich abzugeben, Schuld vergeben lassen, Sucht zu bekennen, was auch immer. Aber ich glaube, es ist so ein Rufen Gottes im Raum, wo er einzelne ausruft und sagt, komm, du kannst mir vertrauen, komm in die Garette heute Abend. Da mache ich euch mega Mut, dass ihr wirklich vorbeigeht beim Kreuz und lernt für euch beten. Und das Letzte noch, was mir so wie durch den Kopf ist, dass ich das Gefühl hatte, es sind jemand oder mehrere da, die immer wieder zu kämpfen haben und belagert werden von Suizidgedanken. Wo du plötzlich an dem Ort bist, wo du denkst, was bringt es überhaupt, dass ich da bin? Und überlegst, wie das könnte sein, wenn du würdest gehen. Und dann mache ich dir mega Mut, bring das ans Licht. Komm zu jemandem von diesen Leuten, die gerne für dich beten. Und lass für dich beten, das gehört nicht zu dir. Du bist so geliebt, königlich geliebt von dem Vater im Himmel. Jesus, und so danken wir dir, dass du jetzt die Zeit brauchst, wenn wir hier innen bleiben. Die auch, die rausgehen, segne, dass sie dir begegnen dürfen, weiterhin dir dürfen näher kommen. Und wir beten, dass du den Raum hier innen wirklich so wie richtig gehend erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deinem Spürbare, mit deiner spürbaren Nähe. Danke, dass du zu den einzelnen Herzen redest, auch zu meinem Herz, was die nächsten Schritte könnten sein, die heute am Abend dran sind. Danke, dass du uns ziehst. Danke, dass du auch möglich machst, dass heute Naturgesetze können ausgehebelt werden, wenn es um Heilung geht oder ein Kopfweh muss gehen oder was auch immer. Ich danke, Vater, dass du mit deiner Kraft da bist und uns segnest heute am Abend. Und uns auch den Mut gibt, Schritte zu tun, wo Schritte dran sind. Amen. Dann tauchen wir in die Zeit, wo die das wollen, noch da bleiben können, einfach Zeit nehmen, das nochmal sinken. Und wenn es euch ein Schritt ist, zum Kreuz zu gehen, dass ihr diesen Schritt macht, ich mache euch mega Mut. Die anderen, die Pizza wollen oder was auch immer, danke, dass ihr ruhig rausgeht und es geniessen in der Lounge essen. Jesus, meine Hoffnung.
Amen. Danke dir für all das, was du am Wirken bist. Danke dir, bist du mit unter uns. Amen.